Liebe Freundinnen und Freunde, dies ist ein guter Antrag. Und dennoch möchte ich vorab ein paar nachdenkliche Worte dazu loswerden. Die Schutzverantwortung des Staates gegenüber den Menschen ist weder ein Bruch noch ein Wandel des bisherigen Völkerrechts. Die Schutzverantwortung ist vielmehr schon immer Legitimation und Kernfunktion staatlicher Souveränität gewesen. Die Schutzverantwortung ist daher auch keine Revolution, sondern eine Fortbildung des geltenden Rechts. Mit den ausformulierten Kriterien versucht die Völkergemeinschaft zu präzisieren, wie sie das Gewaltmonopol der UNO im Falle schwerer Menschenrechtsverletzungen verstanden wissen will. Wir sollten sehr vorsichtig mit dem geltenden Völkerrecht und der UN-Charta umgehen. Es ist trotz aller Mängel das Einzige, was wir haben, und es hat zwei mörderische Weltkriege gebraucht, um sich darauf zu einigen. Wer meint, er könne Völkerrecht wandeln, wie wir die nationale Gesetzgebung ändern, der hat am Ende möglicherweise etwas verloren, was er nicht wiederherstellen kann. Ich bin daher nach wie vor nicht wirklich glücklich mit dem ersten Satz dieses Antrages, was mich aber nicht daran hindert, ihn insgesamt mitzutragen. Und nun zur Frage Uniting for Peace. So wichtig es ist, dass die Generalversammlung sich auch mal anders entscheidet als der Sicherheitsrat, so unwahrscheinlich ist es, dass sich irgendeines der Vetomächte dieses Veto nehmen lassen wird. Die Charta der Vereinten Nationen müsste meines Erachtens dazu geändert werden. Da könnten wir genauso gut versuchen, das Vetorecht im Sicherheitsrat abzuschaffen. Das wird uns nicht gelingen. Als Europäer müssten wir es zunächst einmal schaffen, die Sitze Frankreichs, Englands und den nichtständigen Sitz zu nutzen, international mit einer europäischen Stimme zu sprechen. Solange uns nicht einmal das gelingt, ist die Forderung nach der Änderung einer UN-Charta eher philosophischer Natur. Wir könnten auch endlich einmal dazu übergehen, die UN-geführten Friedensmissionen, und das sind einige, personell mit deutschen Soldaten zu unterstützen. Der deutsche Beitrag in dieser Hinsicht ist eher peinlich. Und wir könnten auch endlich aufhören, die Konfliktregionen dieser Welt mit deutschen Waffen zu fluten. Auch das würde helfen. Es gibt vieles, was Deutschland tun kann, um die Vereinten Nationen zu stärken, ohne an einer Änderung der UN-Charta zu scheitern. Ich plädiere daher für die Alternative B und dafür, die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen, politische Willensbildung in der Vollversammlung zu nutzen, um den Druck auf die Vetomächte zu verstärken. Ich danke euch.